Wir sind heute zu Lützburg, zum Merl Avenue de 10. September. So gesagt aus, das Kerl, das ungemütlich. Und es sind zwei Leute, die sind hier, die sich nämlich sehen. Das ist der Bob Musel. Moin. Schöne guten Morgen. Der ist der Kollege, oder? Ja, oder ein Kollegin, natürlich. Also wir können bei uns mit der Equipe mit Abgraft zu gehen und uns auszuhelfen, die ganze Projekte können zu beschaffen. Wenn Sie so lieb sind, mir mal sagen, wo wir ganz genau sind. Wir sind heute in Merl, an einem ganz korrekten Quartier, sagen wir mal so, ein ganz schönen Quartier. Und da kann ich nicht so gut, dass die Kollegen von uns auch, die wir auch schon ganz langjährig kennen. Und voilà, das ist viel Betrieb, wie ihr seht. Genau, jetzt haben wir das ganz spannend gemacht. Wir wissen immer noch nicht, bei welcher Firma wir sind. Hier ist nämlich Frank Maurer. Wir verraten das nicht. Wir heißen Maurer Einrichtungen und wir sind hier an unserem Standort in Luxemburg in der Avenue 10 Septembre. Man entschuldigt mein schlechtes Französisch, aber dafür habe ich ja den Bob. In Luxemburg sind wir seit 2006. Im Prinzip machen wir dasselbe wie in Saarbrücken auch. Unsere Kunden sind hier Privatkunden, gewerbliche Kunden und die Kommunen im weitesten Sinne. Genau, wir blenden mal ganz kurz die Bilder aus Deutschland ein. Und hier ist Ihr schmuckes Geschäft über drei Stockwerke insgesamt, Erdgeschoss plus zwei Stockwerke, oder? Genau, und dann haben wir noch ein kleines Dachgeschoss. Genau, das Thema Einrichtungen ist natürlich echt intensiv in der Beratung und da haben Sie sich darauf spezialisiert. Das heißt, wenn jemand aus dem Objektbereich zum Beispiel was besonders Tolles haben möchte, dann kriegt er das bei Ihnen. Da gibt es aber tausende von Mustern, sage ich jetzt mal, und das Ganze muss man auch können. Ein geeigneter Kollege wäre zum Beispiel Innenarchitekt ganz gut, oder? Ein Innenarchitekt oder auch gerne auch ein Architekt. Im Prinzip, wir suchen zwei Kollegen. Wir suchen den Vertriebsinnendienstler, die Person, die hilft, sozusagen Aufträge abzuarbeiten, Bestellungen bei Lieferanten abzugeben, Auftragsbestätigungen zu prüfen, Touren zu planen und so weiter. Des anderen suchen wir den oder die Vertriebsfrau, die draußen Büromöbel verkauft und sich unserem Know-how bedienen kann. Wir haben ein gut eingespieltes Team im Vertriebsinnendienst, in der Planung und auch in der Montage. Genau, ich zeige das mal ganz kurz. Hier ist auch eine Kollegin. Wie ist Ihr Name, wenn ich fragen darf? Dina ist mein Name. Genau, das war jetzt mal ganz überraschend. Sie sind Architektin, das heißt, Sie sind im Prinzip dafür zuständig, dass die Leute auch Angebote kriegen. Sie machen Vorschläge, machen die Prospekte ein bisschen fertig. Ja, genau. Klasse. Mhm. Sie haben einen wunderschönen Arbeitsplatz. Wenn Sie den mal kurz zeigen, es gibt hier einen ganz tollen Garten hier draußen. Ja. Man kann auch hier mal verweilen. Die Raucher können auch mal einen rauchen, sage ich jetzt mal. Aber im Sommer ist das natürlich ganz idyllisch, oder? Sehr idyllisch. Also fällt auch mal Sonne auf den Hof. Genau, jetzt ist natürlich hier im November ein bisschen gemein. Ich zeige es mal ganz kurz. Das hier ist die Firma Maurer Einrichtung von unten. Das heißt, wenn Sie mal später hier arbeiten sollten, das sind ganz nette Kollegen sind da. Aber das ist natürlich fachlich, ist natürlich auch einiges gefragt. Das heißt, Sie bedienen ja nicht nur den einen oder anderen. Sie haben unglaublich viele Firmen, Kommunen und so weiter, die Sie bedienen. Das ganze Thema Inneneinrichtung gewinnt immer mehr und mehr an Wert in Luxemburg auch, oder? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ja. Also wir verstehen uns als Berater, als Einrichter. Wir helfen unseren Kunden, zu optimalen Einrichtungslösungen zu kommen. Genau, die absoluten Supermarken haben Sie hier aus dem Einrichtungsbereich. Ich sage nur, das ist jetzt was von Hersteller von einem Regal, das ist jetzt nur ein Musterregal, aber das ist ein auch ganz berühmter. Diese Firma kennen Sie bestimmt, heißt USM, genau. Ist ein Schweizer Unternehmen. Ich zeige es mal schön, das ist natürlich jetzt bei Ihnen im Bereich. USM ist ein Klassiker. Genau, das war eine ältere, oder? Ja, genau. Das Grau ist natürlich voll im Trend, das hier ist jetzt auch ein Musterschrank, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten bei USM, oder? Ja, es gibt viele unterschiedliche Oberflächenvarianten, es gibt viele unterschiedliche Farben, es gibt Tische, es gibt Regale, es gibt ein großes Portfolio an Innenausstattungsvarianten. Es ist ein Schweizer Präzisionsunternehmen mit hoher Qualität. Genau, das Ganze sieht man hier, aber es ist nicht nur USM. Sie haben unglaublich viele Marken. Also wir zeigen am besten mal nochmal ein paar Bilder bei dem Rundgang, die wir jetzt mal haben und gehen jetzt mal in den ersten Stock hoch, oder? Ja, gerne. Was auch einer unserer wichtigen Partner ist, ist die Firma Vitra, sowie die Firma Brunner, Tonnet, Knoll, Interlübke. Durch die Kombination der Standorte
Luxemburg-Unsterbrücken können wir da aus einem breiten Portfolio von Marken oder wählen, profitieren, sage ich jetzt mal. Ja, schöpfen. Also wir haben genau. da einen großen Strauß und einer unserer Lieferantengrundsätze ist auch, dass wir grundsätzlich versuchen, mit den stärksten Partnern zusammenzuarbeiten, sowohl in Luxemburg als auch in Saarbrücken. Genau, de Boppers hei. An ganz genau, was das hei zu machen, all der? Also all der zu machen, das ist wie gesagt ein breit gefächerter Arbeit, die sich viel an den Architekturbereich heraufsetzt. Natürlich muss ich ihn auch können, drinnen mithelfen, den Telefon zu entfernen, differente Infos abzuholen und weiterzuleiten und die jeweilige Person, was an dem heutigen Fall meistens mal am Rüttger wert sind. Aber das ist aber ein Zusammenarbeit. Man hat natürlich Saarbrücken gefreut durch das Lager, was sich hier befindet. Dadurch muss man das auch können so aufwickeln. Was viel gefreut wird, also sich Angebote zu erstellen, natürlich für Privatklienten, wie gesagt, genauso für die Administration oder wie was auch immer. Natürlich muss die Person aber auch können planen, auflesen, dadurch ist es schon ganz interessant, dass die Person in Architektur studiert wird oder Architektur. Sprachen? Sprachen suchen wir hauptsächlich, schwätzen wir nur Deutsch, natürlich das ist ein deutsches Unternehmen. Wir schaffen aber natürlich zu Lützeburg. Das heißt, wäre ganz interessant, wenn die Person Lützeburg kann oder natürlich auch noch Französisch dabei. Genau, das ist bei dir natürlich gar kein Problem, ja, lieber Bob, ja, du sprichst ja Französisch, das wurde ja so ein bisschen in die Wiege gelegt, das Luxemburger, hat man es ja direkt in der Grundschule, aber das heißt natürlich auch ein Franzose, der Deutsch könnte oder ein Deutscher, der Französisch spricht, wäre auch klasse, oder? Ganz genau, also das, wie gesagt, die zwei Sprachen sind schon gewollt, hey. Von den heutigen Lützebüchern natürlich, du das an dem Bereich voll schaffen. Ne? Genau, automatisch umschalten. Wir gehen mal ein bisschen höher. Zwischendurch bitte an die Regie, blendet doch mal ein bisschen was ein aus Saarbrücken, dass wir das mal ein bisschen sehen, denn hier ist die Ausstellung natürlich ein bisschen begrenzt. Hier oben sieht man so absolute Klassiker. Das ist was für eine Lampe, Herr Maurer? Heißt Tolomeo. Ich glaube, fast jeder kennt sie als Schreibtischlampe, da ist sie als Wandlampe dargestellt. Genau, jetzt natürlich jeder Quadratzentimeter wird hier benutzt. Die Ausstellung hier ist natürlich nur eine Musterausstellung, das heißt, man sieht so ein paar Beispiele, die jetzt irgendwie, ich sag mal, so Klassiker sind. Das ist was für eine Lampe? Heißt Zettel. Echt, heißt Zettel? Heißt Zettel. Entworfen hat sie jetzt zum allem Übel auch noch ein Mensch namens Ingo Maurer. Mit dem bin ich aber weder verwandt noch verschwägert oder sonst was. Aber es ist eine sehr kreative Lampe. Ne? Genau, ich nehme an, dass das auch ein absoluter, inzwischen ist das ein Klassiker. Klassiker ne? ist. Ja. Ist ungefähr 15 Jahre alt und ist ein tolles Teil. Was ist das für ein Regal? Das sieht auch ganz toll aus. Das Regal ist, heißt Pure. Es sind einzelne Elemente, die man zusammenstellen kann. Das Ganze gibt es in vielen Größen, Farben und so weiter und so fort. Genau, das heißt, das hier sind ja nur Beispiele, aber Stühle, Sie haben unglaublich viele Stühle, auch jetzt in Saarbrücken im Einsatz. Ja, das ist ein absoluter Klassiker, den wir jetzt sehen, oder? Von der Firma Vitra. Entworfen hat ihn der Jasper Morrison. Und Bob, wie heißt er? Der Hallwood. Ah, super. Noch ein Kerl. Hallwood. Der Hallwood. Spezifizität, pardon. Als Anfang, dass an diesem Fall heute Face as Holz sind. Aber was guckt, bleibt dieselbe. Das heißt, die hat so viele Varianten, die da doch können kreieren. Von dem dritten Modell, ne? Natürlich wie gesagt. Da haben wir Mac gesehen, der Tipton. Wo ganz genau? Da haben wir Mac jetzt gesehen, der Tipton Chair. Was ganz interessant auch was für Studenten oder so Sachen, weil vier, die gesehen, dass das ein bisschen rumgeht, da kann ihn ein bisschen so schwingen. Okay. Voilà. Das sind ja jetzt nur Beispiele. Also es gibt hunderte von Beispielen. Das war jetzt ganz gemein. Ich habe Sie ganz spontan gefragt, was es hier ist. Aber ich meine, im Laufe der Zeit kennt man das. Und natürlich die Firma, ich zeige es mal gerade. Fontana Arte, das Thema Lampen und Lampendesign, das muss natürlich auch dazu passen. Da haben Sie auch unglaublich viele Anbieter im Programm, oder? Ja klar, Artemide, Floß, Fontana Art, Luce Plan, Oluce und so weiter und so fort. Wenn Sie sich genau für unser Sortiment interessieren, gucken Sie einfach auf unsere Homepage. Dort sind alle Lieferantenpartner genannt. Genau, es sind unglaublich viele, die sich im Laufe der letzten 30 Jahre erarbeitet haben, denn man kriegt die meisten nur unter ein bisschen Voraussetzungen, oder? Ja, man muss sich engagieren und man braucht ein gewisses Know-how, um mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Genau, die Leidenschaft beim Möbeln, Monsieur Bob. Wie ist die entstanden bei Jesch? Die ist am Fungal Dufner gekommen, dass ich als
Schreiner studiert, tun sie mal so, das ist schon an der Belge angefangen, mein Schreiner Lehrer zu machen. Dadurch war ich am Service so mal professionell, hätte ich nicht können. Normalerweise auch nicht gehen, hätte ich ja dabei gesagt, weil ich mich ja eben für die Architektur und die ganzen Sachen interessiert habe. Und da sind ich natürlich weiter auf Brüssel gegangen, die Studie machen. Und voilà. Dadurch, dass das alles kommt, für immer den Klassiker zu schaffen, die jetzt schon über 50 Jahre gehen und all die neuen, die dabei kommen. Ich zeige es mal gerade, da vorne ist das neue Gebäude in Saarbrücken. Das ist jetzt ein Klassiker, da steht es, aber wir werden es ja zwischendurch immer wieder einblenden. Wir gehen nochmal ein Stockwerk höher. Die Chefin hat im Moment unglaublich viel zu tun, wir wollen sie nicht stören. Ganz kurz einen Blick herein und dann wieder weiter. Denn, wie schick. Aber es ist keine Zeit, es ist ja bald Weihnachten. Wir gehen nochmal ein Stockwerk höher, schauen wir uns um. Denn das Thema Sofas, Einrichtungen und so weiter, das gibt es auch. Es ist aber grundsätzlich jeder eingeladen, der hier in Luxemburg ist, der könnte auch mal direkt nach Saarbrücken fahren, kann sich da natürlich auch viele Quadratmeter umschauen. Auf knapp 1200. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen und willkommen. Sie können kostenlos vor der Tür parken. Genau. Und umgekehrt gilt das Ganze natürlich auch. Oh, ich liebe die Klassiker. Das ist jetzt was für ein Regal? Das sieht ein bisschen anders aus, aber ist es vom gleichen Hersteller? Nee, das ist von einem. Sie versuchen mich aufs Glatteis zu führen, Herr Herzog. Das ist von einem italienischen Hersteller namens MDF und das Modell heißt Random. Boah, ist total cool. Also das Gemeine ist, wenn man hier ist, man muss einfach, man kriegt so viele Ideen, oder? Ja, es ist inspiriert, ja. Das ist ja auch der Sinn und Zweck unserer Ausstellung. Ne? Genau, wir wollten das mal so ein bisschen zeigen. Also zwischendurch immer wieder sehen wir was aus Saarbrücken. Da ist es neu gebaut worden. Ja, gerade diese Villa hier, die gibt das natürlich insbesondere wieder, für was die Firma Maurer steht, nämlich Liebe am Thema Einrichtungen. Und auch das sollten Sie mitbringen, wenn Sie sich für die Jobs interessieren. Wir zeigen noch den letzten Raum hier, zumindest in Saarbrücken. Die werden auch laufend ausgetauscht. Aber wie gesagt, das ist eine Kombination aus Saarbrücken. Quatsch, hier in Merl sind wir ja. So, jetzt korrigiere ich das nochmal. Wir sind in Merl, jetzt mittlerweile in der zweiten Etage, richtig? Richtig, genau, in der zweiten Etage. Dann gibt es noch die letzte Etage, die ist unter dem Dach. Da haben wir auch noch verschiedene Sachen ausgestellt. Okay. Wie ein Chefbüro und ein bisschen Sofa. Also wie gesagt, ist alles mehr so wohnlich eingerichtet durch eben die Gegebenheiten vom Haus. Ne? Genau, das ist aber kein Nachteil. Hier kann man ganz schön sehen, wie sich das nämlich auch in einer wohnlichen Atmosphäre macht, das Ganze. Ja, der Kollege, der im Prinzip, oder die Kollegin, die sie unterstützen soll, die sollte natürlich eine Liebe haben zum Thema Inneneinrichtung, gar keine Frage. Aber sie sollte auch am besten drei Sprachen beherrschen, haben wir eben schon kurz geklärt, Deutsch, Luxemburgisch, Französisch. Mhm. Luxemburgisch ist natürlich schon ganz gut, oder? Wenn man das kann. Ja, das wäre natürlich, wie gesagt, ein Pluspunkt, weil man ja ganz viel mit den Leuten zu tun hat, die hier aus Luxemburg sind, aus der Umgegend. Und man muss natürlich auch einen Punkt nicht vergessen. Es handelt sich ja viel um die Architektur und Einrichtungen und so weiter. Wird natürlich aber auch ein bisschen administrative Arbeit gefragt. Zum Beispiel Schreibtisch, Computerjobs und so weiter. Das Ganze muss vorbereitet werden. Das ist nicht nur draußen und Hallo sagen, sondern die Angebote müssen erstellt werden. Ganz genau. Und eben die ganze Abwicklung, die dazu gehört. Ne? Super, wir gehen am besten mal hoch. Herr Maurer, dann kommen wir dann zum großen Finale, denn wir haben was Besonderes vorbereitet. Diesmal vielleicht ganz anders, als Sie das gewohnt sind. Das haben wir bereits im Saarland ganz erfolgreich durchgeführt. Sie können sich per WhatsApp bewerben oder Sie können auch Herrn Maurer einfach anrufen, denn viele haben ja Angst, wenn sie vielleicht jetzt beim Unternehmen arbeiten und der Chef oder die Chefin und sie sind vielleicht nicht so hundertprozentig zufrieden mit allen drum und dran und sagen, naja, jetzt habe ich die Firma Maurer ja mal so ein bisschen kennengelernt, aber sie haben Angst, sich zu bewerben, man weiß ja nie, denn ich sag mal, das wird Herr Musel auch bestätigen, Luxemburg ist ein Dorf, oder? Ja, ganz genau. Ich meine, es gibt fünf oder sechs Betriebe, die sich an dem Bereich rumspielen, sagen wir mal so. Voilà. Das kennt jeder jeden. Und wir können aber eins garantieren, wenn man sich hier bewirbt, es wird vollkommen diskret behandelt, oder?
Ja, das ist das, was ausgemäht ging. Und ich meine, jeder Freund hat sein freies Leben. Das soll uns nicht aufbremsen, mit einem guten neuen Mitarbeiter können zu schaffen. Genau, es geht auch darum, dass derjenige, der sich hier bei uns bewirbt, kann sich zu 1000%ig sicher sein, dass sein alter Chef nicht direkt angerufen wird und gesagt hat, oh, Schukusin, du bist high und so weiter. Ist der denn gut? Wieso will der denn nicht mehr da verarbeiten? Sie können sich dafür garantieren. Hier ist die Rufnummer von Herrn Maurer. 0049 160 905 10 30 und die 7. Sie wird aber nochmal eingeblendet, Herr Maurer. Wie funktioniert's? Sie rufen mich einfach an, wenn Sie Interesse haben. Wir vereinbaren ein Vorstellungsgespräch, unterhalten uns, stellen fest, ob wir uns sympathisch sind, ob wir miteinander arbeiten können und dann geht's los. Sie können mir aber auch eine WhatsApp auf diese Nummer schicken, wenn Sie das lieber möchten. Genau, ist kein Problem. Sie melden sich dann zurück und Sie können 100%ige Diskretion garantieren. Das garantiere ich Ihnen ganz und gar. Genau, so Arbeitsort wäre hier in Luxemburg, richtig? Ja, hier in Luxemburg, genau. Genau, so die Anstellung wäre eine Festanstellung, das ist einmal Betriebsinnendienst oder Vertriebsinnendienst, einmal der Vertriebsaußendienst. Genau, genau, es wäre Festanstellung. So, und jetzt kommt's. Also im Fokus stehen natürlich Leute aus Luxemburg, die in Luxemburg groß geworden sind, die drei Sprachen können. Aber es kann auch ein Deutscher sein, der Französisch spricht. Mein Französisch ist ja auch ganz wichtig, der, ich sag mal, durchaus den Slang des Luxemburgischen kann, der vielleicht aus der, ich sag mal, Region kommt, Mosel und so weiter. Aber das ist nicht unbedingt, Deutsch-Französisch wäre auch ausreichend, nicht schlecht, ja. Sehr gut, genau. Dann gibt es aber auch den Fall, ein Franzose oder Belgier oder ein frankophoner Mensch, der recht gut Deutsch spricht. Auch frankophone Menschen würden wir nehmen. Wir beschäftigen in Saarbrücken auch Franzosen. Insofern würde das hier natürlich auch gehen. Gut, das war jetzt nicht so gesagt, weil Sie natürlich ein deutsches Unternehmen sind. Das heißt, die Kommunikation sollte durchaus deutsch sein. Das heißt, die Person sollte auch deutsch können. Die Software hier ist auf Deutsch. Wir sind ein deutsches Unternehmen, können aber auch durchaus Französisch bzw. Luxemburgisch handeln. Super, das letzte Wort hat der Bob. Sie sind mir ganz sympathisch geworden, also jemand, der Bob Musel heißt, sogar aus der Muselkante kommt, oder? Ja, ganz genau. Also wie gesagt, gebürtig von Dürlem, nicht weit von der Musel, die paar Kilometer. Und voilà, wie gesagt, wir gehen als Freien ein paar Telefone dann zu kriegen, den Herrn Maurer, an mir auch, heute zu Lützeburg natürlich. Und voilà, hoffentlich. So, ich zeige nochmal kurz die Telefonnummer. Der Frank Maurer 004 Ning 160 905 10 30 und 7. Das wäre auf Luxemburgisch, auf Französisch? Auf Französisch, alors, 00049, c'est le Präfix, bien sûr, 160 905 103 07. Super. Ich bedanke mich vielmals. Auch danke, dass Sie so, ich meine, das erste Video für den Bob, aber Bob, du hast das super gemacht. Wir können ruhig du sagen, ne? Ja, ganz genau, ja. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Merci auch.